Drum sage ich an nun ein Gewächs aus Erlabrunn, eine besondere Hex. Ene Mene, ohne Moos, flieg los, Kartoffelkloß! Moment mal, ich muss erst mal telefonieren. Ja, hallo, Auskunft. Ich brauche mal dringend die Nummer von der Grimhilde. Genau, das ist die Hexe aus Schneewittchen, ja. Ja, verbinden bitte. Danke. Grimhilde, das ist die Ines, die Schrubberhex aus der fränkischen Fasnacht, weißt schon. Ich brauche 5 Kilo Äpfel von den gespritzten, ne? Ja, die, die du halt auch immer nimmst, weil meine Schwiegermutter kommt. Nee, die hat, weil die hätten einen Hexenschuss gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, dass mir auf unsere eigene Leute schieße. Ruf's mich an, ne, wenn sie fertig sind. Okay, danke. Ciao. So, Entschuldigung. Ne? Mein Mann hat ja auch schon ein wenig Angst und hat gesagt, jetzt bist du auch noch als Hex unterwegs. Habe ich gesagt, du musst überhaupt gar keine Angst haben. Weil im Märchen und im Leben gilt, heirate die Hexe, dann kann dir nichts passieren. Was die Putzerei betrifft, würde ich natürlich schon gern Hex können. Weil ich wäre halt langsam einfach zu alt. Ne? Ha? Also, früher habe ich immer gedacht, wenn du älter wirst, dann wirst du vielleicht erwachsen. Ich habe festgestellt, du wirst einfach nur müd. Du könntest dir endlich einmal Festival-Tickets leisten, aber du bist nicht mehr imstande, 3 Tage zu zelten und zu saufen. Ich bin ja froh, dass jetzt graue Haare modern geworden sind. Ich habe mir schon überlegt, wenn jetzt auch noch Falten und Übergewicht dazukommen, dann wird es mein Jahr, ne? Weil wenn ich was begriffen habe, dann warum das zunehmendes Alter heißt. Also ich habe mir jetzt so eine Art Muffin-Figur antrainiert. Ja, angefressen hört sich immer blöd an, ne? Das ist also so, wenn ich jetzt eine Hose anhab, die meiner Meinung nach gut passt. Und speziell, wenn ich an die Hose dann ein Gürtel hinmache, dann muss immer das, was jetzt halt nimmer nein passt. Also das muss ja auch irgendwo hin. Wenn ihr euch jetzt so einen Muffin vorstellt, ich möchte ja, dass ihr heute Nacht noch schlafen könnt. Also ich will es jetzt nicht... So oder so ähnlich. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil mein Mann hat es für sich jetzt als Haltegriffe entdeckt. Ja, was soll ich sagen? Nicht schön, aber praktisch. Ich selber finde ja, ich habe überhaupt gar kein Übergewicht. Eigentlich sind es Dinge, die mir im Lauf des Lebens ans Herz gewachsen sind. So kann ich es besser verkraften. Ja. Außerdem denke ich, ich habe vielleicht die falsche Einstellung zum Essen. Doch, habe ich mich neulich schon mal gefragt. Ich habe nämlich in einer Werbung gesehen, da sitzen 4 Leute um einen Ofenkäse. Habt ihr gerade so auf dem Schirm, wie groß so ein Ofenkäse ist? Und da hocken die zu fett um eh so einen Ofenkäse und da lachen die noch. Hey, da würde ich doch in Tränen ausbrechen, wenn ich mir so einen Dreckskäse mit 3 anderen Leuten teilen müsste, oder? Ich meine, das ist doch ganz einfach. Wenn man sich entscheiden muss, ne? Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsst zwischen
Ein gesunder Salat zum Beispiel und ein großer Eisbecher. Würdest du dann Schoko oder Vanille nehmen? Als Kind stellst du dir solche Fragen nicht. Aber als Kind war ja sowieso alles leichter. Also ich ja auch. Wisst ihr, was meine erste große Enttäuschung als Kind war? Die allererste? Wie es nach der Schnitzeljacht überhaupt kein Schnitzel gäbe hat. Kindheit, ne? Wenn ich Kindheit beschreibe, Kindheit ist für mich, wenn du nachts vom Klo kommst und ganz schnell zurück in dein Bett rennst und dich da total freust, dass dich auch diesmal das Monster wieder nicht erwischt hat. Und Erwachsensein, ne? Das ist, wenn du nachts vom Klo kommst und feststellst, dass das Monster neben dir liegt. Gar nicht, wie viel Zeit ich manchmal nachts auf dem Klo verbringe. Ich denke mir immer, wenn ich noch ein wenig wach, bis ich wieder zurückgehe, vielleicht ist es weg. Aber es ist gekommen, um zu bleiben. Wäre ja unterm Strich jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn er halt wenigstens im Haushalt ein wenig helfen würde. Ne? Aber gar nichts. Ich habe im Sommer erst zum gesagt, wir könnten doch wenigstens beim Einkaufen, wenn wir uns abwechseln würden. So eine Woche du, eine Woche ich. Ja, hat er gesagt, machen wir. Und seitdem leben wir so. Eine Woche essen wir und eine Woche saufen wir. Wobei er jetzt neulich schon mal gesagt hat, er würde gern aufhören mit dem Alkohol, aber er schwankt noch. Ja, also, und dann habe ich immer gedacht, na ja, jetzt, wenn mein Mann schon nicht hilft, wenn wenigstens die Kinder, ne? Ich habe immer gedacht, Kinder, wenn du hast, hast du Hilfe im Haushalt. Eine Tochter, habe ich immer gedacht, Mensch, so ein Mädle. Die denkt auch, man muss erst aufräumen, wenn das WLAN-Netz mal nicht mehr durchkommt, ne? Gestern ist sie mal gekommen und hat gesagt, du, Mama, wie ist denn das überhaupt, Mutter zu sein? Habe ich gesagt, das zeige ich dir. Habe ich sie heute Nacht um 4 Uhr geweckt. Und habe ihr gesagt, dass ich Durst habe. Ich habe sie dann noch mal geweckt und habe gesagt, ich gehe jetzt aufs Klo. Das, wenn es verträgt, dann kannst du auch Mutter werden. Oh, die Mädchen doch sowieso. Ich weiß nicht, bis die 15 sind, jammern sie dir ständig die Ohren voll, dass sie zum Geburtstag ein Pferd wollen. Und kaum sind sie 16, kommen sie mit dem Eselhemd. Hallo? Ja? Grimhilde? Ah ja. Äpfel sind fertig. Na super, da kann ich für meinen Mo auch noch einen Apfelstrudel backen. Ne? Alles klar. Ich komme gleich und hol sie. Ne? Danke. Tschüss. Also Leute, ihr wisst, ich muss fort. Na? Ihr passt bitte schön auf euch auf. Bleibt mir immer schön sauber. Verliert den Humor nicht. Und wenn ihr mal merkt, dass ihr über euch selber nicht mehr lachen könnt, ey, dann ruft mich an, weil dann mache ich das für euch.
unsere Bibi Blocksberg aus Erlabrunn, Ines Proctor. Ich wollte nur fragen, Ines, deine allgemeine Geschäftslage ist schon gut, gell? Auch Geschäfte sind super. Ich will ja expandieren jetzt. Aha. Also ich habe mir gedacht, ich stelle jetzt noch zwei Ei, na, so zum Saubermachen, weil die öffentlichen Toiletten werden jetzt vergrößert für das dritte Geschlecht. Und ich selber habe vor, einfach nur noch die Rollen zu verteilen, ne? Okay, auf uns reden. Dreifach, Donatel Franke.